denn? Bring mich zurück. Guck mal, mach das mal an. Guck dir das mal an. Was? Ja, das da. Das ist ein Schweinchen, das gefüttert wird. Ja, guck dir mal an. Mach mal den Film richtig. Siehst du nicht, dass der nicht stimmt? Ja, doch, aber es trotzdem nicht. Dieser Film funktioniert nicht. Was ist denn da los? Warte öfters mal, aus welchen Gründen auch immer. Das ist der Chrom. Beim Chrom funktioniert das nicht. Beim Mozilla geht das. Oh. Wir können mal gucken, was hier jetzt los ist. Gut, Markus hat. Markus hat Geburtstag. Vielleicht ist das ein echter Geburtstag. Die kleine Stefanie. Bist du ja im Fitnessstudio, sag mal? Ja. Mhm. Ich finde es toll, dass die hier rumstehen. Ted Tom ist online. Ich bin auch online. Ich habe nur keine Tastatur. Ich habe nur ein Telefon mit Tastatur. Aber kein Internet am Telefon, wo ich ja WLAN habe. Nee, meine ich. Jetzt schreiben. Schaffi, was schreibt sie denn? Ach du Scheiße. Baby, geht's gut, sonst wie geht's dir? Mit so viel zu tun, und sie hat sich die. Gut, machen wir später. Fragen Sie, was wir dann fragen Sie, weil so niedlich. Warum wir melden sich momentan alle Ex-Freundinnen? Mir schon, was ich da so will. Auf dem Leben weiß ich noch nicht. Was sind diese Doppelkommas da? Was bedeutet denn das? Das sind meine. Das ist nämlich die Schreibung. Doppelkommas? Was bedeutet das? Sind das deine ELF oder was? Ja. Gerne, bin bis. Mhm. Welches? Ging schnell. Ja, erzähl doch mal. Was? Und was bedeuten diese Doppelkommas? Das sind Gedankenstriche. Sozusagen Trennung der Gedanken. Also die Markkommas sind Punkte nicht. Eins, was ich mache, ist Fragezeichen, Ausrufezeichen benutze ich extrem selten, nur in harten Situationen. Ansonsten sind nur Fragezeichen für mich interessant. Ich habe vorhin einen Text lesen müssen, der war ohne jegliches Satzzeichen verfasst. Das war schrecklich. Das habe ich dokumentiert. Warum schreibst du mir nicht mal eine Nachricht? Wir haben uns lange nicht geschrieben. Wenn ich da hinten sitze und du hier vorne, dann können wir mal chatten. Ich chatte bis Januar, ich hole schon gemacht. Ich will Briefe schreiben. Ich habe mit Briefe schreiben aufgehört und dann habe ich chatten angefangen. Und jetzt ist mir klar geworden, das ist ja Online-Tagebuch für das Facebook. Das ist total geil. Wir machen das sogar mit Video. Das ist, damit es auch wirklich authentisch ist, ja. Juti. Komma. Alles wird gut. Also erstmal bis später. Komma. Wir sehen uns. Meine Fresse, geht das schnell weg. Support mit Google. Ich finde den Chrom echt nervig. Ach, naja. Hallo, Luis. Ich hatte auch wieder ein Problem. Ich bin echt nervig. Nervig. Was? Da kommt so ein fucking Dialer-Programm drauf. Ah, glaubst du das? Ah, nee, jetzt ist schon der Internet am Abkacken. Ist es nicht? 6 Sekunden erneut hergestellt. Erzähl doch keine Unwahrheiten. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt nur subjektive. Es gibt keine Wahrheit. Wahrnehmung. Es gibt keine Wahrheit. Nein. Aha. Nein, das ist ja einfach ein Kunst. Du bist also eine Lüge. Ich bin eine Lüge. Wir sind alles eine Lüge, oder was? Nichts weiter wie eingeredete Existenzen. Wir? Würdest du mich bitte rausnehmen und nur von dir sprechen, bitte, ja? Ist das grundsätzlich möglich? Kommunikation, weißt du, so habe ich mit Thomas auch schon mal besprochen, das Thema.
Objektivität, Wahrheit. Dass du nur von dir sprichst und ich nur von mir spreche. Ja? Ich mag schon manchmal Verallgemeinerungen. Nee, aber ich möchte da nicht mit von enthalten sein, weißt du? Deine Wahrheit ist, dass du absolut real bist. Ja. Meine Wahrheit ist, dass du absolut subjektiv bist. Was bedeutet subjektiv? Dass es nicht wahr ist, sondern dass du bist. Subjektiv ist eine Form der Wahrnehmung. Objektivität, das ist ein Konstrukt, was die Griechen erdacht haben, aber zum Glück. Da könntet ihr meine Sicht sehen. Also weiter. Ja. Objektivität kann nicht existieren. Du hast keinerlei Wahrnehmung. Ach, ist mir schon klar. Ich nehme dich jetzt gerade nicht wahr. Kannst du nicht. Nicht wahr. Also, weil du nie bei der Sache bist. Deshalb stöhnst du auf den ersten Tag rum. Ey, du bist so dermaßen laut, Alter. Hättest du nicht erst ein gleiches Licht ausmachen können? Dann musst du dich nochmal aufstehen und diesen scheiß Computer ausmachen, weil du nicht dazu in der Lage bist. Und dann dieser Krach mit diesen Flaschen jetzt. Dann. Ich geh's noch, ich lege mich extra schlafen. Ich kann sonst nirgendwo hin. Du hast da hinten ein abschließbares Schlafzimmer. Ja, das muss noch raus. Ich mach das nur noch in Begleitung, ey. Wirklich, ist mir wichtig, dass ihr wisst, was ich hier leide. Du will auch spielen, wisst ihr? Ja, der Leidensdruck ist immens. Das ist so krass, diese Kindervölker um mich drum herum, Alter. Das geht gar nicht. Da bin ich doch erst 12. Oh. 12, ich bin erst 12. Und der Ampere, auch so sonntagsgehend wie meine Mami. Ja. Jörg aus dem Dachgeschoss. Wohnt der wirklich im Dachgeschoss? Ja. Ah ja, das habe ich auch schon geteilt. Das ist ein Witterfilm. Guck dir den mal an, mein Sound an. Mach doch mal an. Nein, wiederhole nicht. Die Kasse wiederholen. Hast du schon begriffen?